Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zur neuen Herausforderung Überleben des Stärksten. Du hast keine Pillen, dein Geisteszustand ist am Ende. Und der Geist, da fehlt übrigens ein D. Und der Geist selbst gibt nichts preis, also keine Beweise. Das wird hart. Wir sind im Edgefield Roadhouse und wir können die Herausforderung auch spielen. Ihr seht's ja, mir ist es schon zweimal gelungen, den korrekten Geistertypen zu erraten oder zu ermitteln, sagen wir mal. Ich wollte mir das beim ersten Mal einfach nur mal angucken, welche Ausrüstung wir da haben. Ihr wisst ja, wenn die komplette Ausrüstung auf Stufe 3 ist, spiele ich es nicht, weil ich die Ausrüstung noch nicht freigeschaltet habe auf Stufe 3. Aber hier haben wir nur die Sanity Pillen auf Stufe 3 und die haben keine Wirkung. Von daher können wir dieses Mal die Herausforderung ruhig spielen. Und beim ersten Mal hatte ich einen Taille, das konnte man gut erkennen. Ich habe mich einfach im Geisterraum versteckt. Und der Geist wurde halt von Jagd zu Jagd langsamer. Und das ist ein Zeichen dafür, dass der Taille das ist. Der altert ja, je länger man in seinem Geisterraum ist. Und dadurch wird er halt auch langsamer. Beim zweiten Mal hatte ich einen Djinn, das konnte ich relativ früh feststellen während der Jagd ebenfalls. Da habe ich ihn halt geräuchert. Und habe halt vorher festgestellt, dass er schneller ist, wenn die Sicherung drin ist. Ja, so konnte ich die zwei ermitteln. Und jetzt beim dritten Mal werden wir versuchen, den Geist zusammen herauszufinden. Am Wochenende habe ich auch privat wieder ein bisschen was gespielt, sodass wir am Donnerstag bei der Albtraumjagd auch wieder einiges verbessern werden. Ja, Edgefield Road. Und es geht los. So, wir lassen den Kollegen mal eben schnell schnacken. Alles klar. Gut, wenn wir die Nebenaufgaben machen, dann sollen wir das Parabolmikrofon einsetzen, den Geist dazu bringen, eine Kerze auszublasen und mit dem EMF-Messgerät Beweise für das Übernatürliche finden. Ja, wir gehen so vor, wie ich das halt auch eben gemacht habe. Wir nehmen eine Taschenlampe mit, Räucherstäbchen, Feuerzeug, werden uns erstmal verstecken und hören, wie sich der Geist bewegt. Natürlich haben wir da die Gefahr, dass es der Diogen ist, der uns dann tötet, aber dann können wir immer noch sagen, gut, dann ist es der Diogen und wir haben den richtigen Geist. Wäre zwar schön, wenn wir es lebend rausschaffen, aber wenn das das Opfer sein sollte, dass ich sterbe, dann ist das halt so. Gut. Gehen wir rein, verstecken uns und hören mal. So, geht jetzt gleich sofort los. Es geht los. Der Standardgang. Wirft zwar hier und da was rum. Ja. Okay. Gut. Das ist unsere erste Erkenntnis. Standardgang. Dann machen wir Folgendes. Lassen wir das Feuerzeug hier, Räucherstäbchen ebenfalls. Dann werden wir hier vorne mal was Elektronisches hinlegen. Hier wird der Geist ja auf jeden Fall vorbeikommen, wenn er zu uns will. Deswegen prüfen wir hier den Raiju mal. Zwei eingeschaltete Geräte. Und was nehmen wir noch mit? Ein Kruzifix, damit der Geist sich nicht zu uns teleportieren kann. So wie es halt das Gespenst gerne macht. Und hier habe ich alles hingeworfen. Das nehmen wir mit. Machen wir Folgendes. Werfen das hier hin. Räucherstäbchen. Gut. Hier sind wir sicher wegen dem Kruzifix. Und jetzt hören wir mal, wie sich der Geist verhält, wenn er zu uns kommt. Es geht los. Vielleicht ist er auch länger unsichtbar.
Dann vielleicht das Phantom. Wenn das so wäre. Hallo? So, räuchern. Dann könnten wir den Spirit testen. Wie lange sie Ruhe gibt. Wurde aber nicht schneller, wo sie an den elektronischen Geräten war. So, dann mal mit dem Timer gucken. Haben wir jetzt 3 Minuten Ruhe, wäre es der Spirit. Länger unsichtbar war sie nicht, deswegen Phantom raus. Ein Taille wäre schneller gewesen, ein Moroi auch. Der Diogen, vor dem können wir uns nicht verstecken. Das haben wir jetzt schon mehrmals gemacht. Auch raus, nicht minimal schneller oder langsamer als Standard. Die Zwillinge raus. Finde My Link zu laut. Ein Hantu wäre zumindest in seinem Geisterraum beim Start schneller gewesen. War hier auch nicht. Der Revenant wäre langsamer gewesen, wo er uns nicht gesehen hat. Und schneller, wo er dann Sichtkontakt aufgebaut hat. War hier auch nicht der Fall. Spirit testen wir gerade. Ein Jin auch nicht. Da hätten wir eine Veränderung in der Geschwindigkeit gemerkt. Haben wir aber nicht. Das war die normale Geschwindigkeitsveränderung, die ein Geist hat, sobald er uns halt sieht. Line of Sight Geschwindigkeit, so nennt man das auch. Das ist ganz normal, dass sie dann ein bisschen schneller werden können. So, noch gut 10 Sekündchen, dann müsste der Geist wieder loslegen und wir wüssten, dass es kein Spirit ist. Raiju auch nicht, sie wurde nicht schneller im Flur, wo halt die Parabolmikrofone liegen. Für einen Yokai kam sie zu zielstrebig auf uns zu. Oh, sie gibt länger Ruhe. Sie gibt länger Ruhe als 95 Sekunden. Spirit. Ich denke schon. Wir sind jetzt bei 2 Minuten. Jetzt noch 1 Minute, dann wär's der Spirit. Ein Oni blinkt nicht so häufig. Das hat meine Freundin zuletzt falsch erklärt. Ich habe nochmal nachgeguckt. Der Oni ist länger während der Jagd sichtbar. Und blinkt nicht häufiger, so wie sie es gesagt hat. Das war eine kleine Falschinformation. Habe ich aber auch in dem betroffenen Video schon drunter geschrieben als Kommentar. Und dieser Geist hat halt schon relativ normal geblinkt, also kein Oni. Ja, wir sind jetzt bei 2:40. Wir werden nochmal hören, ob der Geist jetzt schneller ist. Wenn nicht, dann würde ich den Mimik auch ausschließen. Es geht wieder los. So roundabout 3 Minuten, das ist der Spirit. Keine Geschwindigkeitsveränderung. Immer noch gleich. Mimik könnte jetzt zum Beispiel einen anderen Geist imitieren, der halt schneller unterwegs ist. Aber es ist der gleiche Gang wie eben. Natürlich haben wir mehr Geister mit einer Standardgeschwindigkeit. Aber da sie halt 3 Minuten Ruhe gegeben hat, würde ich sagen Spirit. Und damit holen wir uns die 5000 Dollar ab. So. Alles klar. Gut. Nebenaufgaben, habe ich ja gesagt, sind eher uninteressant. Okay, gut. Spirit. Und wir haben überlebt, immerhin. Sehr schön. Das wäre dann die heutige Herausforderungsfolge. Die 2 Folgen zuvor, also es sind natürlich keine Folgen, ich habe es privat gemacht. Die 2 Touren davor, das war genauso wenig spektakulär. Also, ja, war jetzt nicht wirklich schwer, wenn man die Geister einigermaßen kennt, finde ich. Und insgesamt haben wir 5200 Dollar gemacht. Sind jetzt schon auf Stufe 62.
Und weil ich halt am Wochenende ein bisschen gespielt habe, wie gesagt, können wir einiges wieder verbessern. Und ich würde sagen, wir hören uns dann am Donnerstag wieder mit der neuen Albtraumjagd, wo wir dann auch die verbesserten Gegenstände dabei haben. Und heute gibt es ja noch diese Koop-Folge. Ich denke, dass dieses Video hier kurz vorher erscheint. Ich sag, bleibt mir gewogen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.